Denn wie viel Promille von Prozenten braucht man gar nicht erst zu sprechen der Menschheit, sind denn Produkte echter Leidenschaft und Liebe? Und nicht mehr oder weniger Zufallsbegegnungen des Abseimens von Spannungen, von Säften, von verlorenen Hoffnungen, von verlorenen, wiederzufindenden Sehnsüchten, von Retourkutschen, von illusionären, sich den Kopf verlieren machen wollen oder auch noch andere Anhängsel und so weiter. Immer die zweite und die dritte Wahl, nachdem die erste große Liebe ja sowieso grundsätzlich immer daneben geht, gehen muss, aus strukturellen Gründen. Und die späten Leidenschaften, wenn man dann weiß, wie es geht, aber da kann man ja dann bei Schopenhauer nachlesen, der empfiehlt, 4 gleich ins Bett zu stecken. 2 Alte mit Können, Wissen und Reichtum und 2 Junge mit Unbedarftheit und Schönheit und Geilheit.